Ja, und da wären wir jetzt auch wieder. Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Tomb Raider 3. Immer noch in der Spalte hier in London. Ich habe gerade mal heimlich den Controller ausprobiert. Ich wollte es einfach mal machen, aber leider funktioniert nur der linke Stick. Ich kann mich nur drehen und vor, zurückgehen und so. Aber die anderen Funktionen, die müsste man wahrscheinlich erstmal irgendwie festlegen. Deswegen ist das leider gerade nicht drin. Aber ich habe es mal ausprobiert. Ja, genau. Okay. So. Du weißt, wo die Secrets sind, lieber Zeitex? Yes. Okay. Ich weiß, wo das nächste ist. Ich weiß nicht, wo alle sind. Und warum weißt du das nicht? Weil ich mir nicht 5 Secrets hintereinander angucken kann. Dann vergesse ich einfach irgendwann, wo die anderen sind. Okay. Das war dumm, oder? Weiß ich nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Also ich könnte dir jetzt sagen, wie du zum dritten Secret kommst. Bin ich hier und richtig? Ich weiß gerade nicht wirklich, wo ich lang gehe. Irgendwie schaut es aus, als würde es hier lang gehen. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Nein, links geht's doch wieder runter. Ich gucke doch erst. Beruhige dich. Aber tatsächlich ist mir das Level ein bisschen zu groß noch. Aber ich glaube, bis man jetzt mal verstanden hat, wie alles zusammenhängt, dann geht das wieder. Es schaut halt alles auch so ziemlich gleich aus, das ist das Problem. Hm. Wisch, 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 was? Okay. Also ich gebe dir einen Tipp bezüglich Secret. Du musst nach ganz oben. Was? Lol. Spring nach vorne. Auch nichts anderes verpassen. Farbe? Das ist so ein Malerding hier. Ja, ja. Okay. Und jetzt? Fährt das Ding irgendwann mal nach oben. Ja, so nicht. Ja, bad idea. Nee. Boah, ich hatte gerade ruckeln, ohne Ende. Ja, ich hab's gesehen, es hat geleckt wie Sau. Boah, was ist denn jetzt los? Dein PC ist zu schwach für das Game. Was passiert da? What? Dein PC geht kaputt. Wieso hängt es so? Ohne Scheiß, Alter, ist los? Das ist ja ekelhaft, wie viele Frames hast du noch? 12? Ich kann's nicht sehen, aber es kann nicht viel sein. Dann stirb mal, spring mal in den Tod und I don't know. Ich speichere mal hier. Oder jetzt gehe ich mal wieder raus. Warte, hat sich jetzt gefangen? Oh, nee. Alter! Wir laden einfach, ist egal. Ich hoffe. Nein, es leckt immer noch. Nicht gut aus. Okay. Er hat den Safe nicht genommen, siehst du das? Doch. Du hast doch gerade gespeichert, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ach so. Ja, gut, dann war lustig. Ciao. Schöne Aufnahme. Ciao, hau rein. Okay, da wären wir jetzt auch wieder. Hoffentlich. Willst du mich verarschen? Was denn? Ich kann nicht steuern. Wie? Es geht nicht. Tastatur kann. Ich kann nicht drehen. Ey, also hier. Okay, das Game gut. Möchte heute nicht. Das Let's Play Tomb Raider 3 steht hier in keinem guten Stern, ey. Unter keinem guten Stern. Ja, bis gleich. So, da sind wir jetzt aber auf jeden Fall wieder hier nach kleinen technischen Schwierigkeiten. Nach einer Stunde. Kleine technische Schwierigkeiten. Nach einer Stunde, Alter. Ja. Das sind 3 Tomb Raider-Folgen, die wir jetzt gerade nicht aufgenommen haben. Ja. Ja. Long story short, die Config hat sich irgendwie selbstständig verstellt. Ich musste einfach nur die Config löschen. Die hat sich komplett zerschossen. Ja. Und dann musste ich noch manuell die Lautstärke wieder in der Config anpassen. Und jetzt sind wir wieder hier und es ist hoffentlich wieder alles wie vorher. Oh Mann. Ja. Danke, Merkel. Kein Tomb Raider Let's Play ohne große Probleme. So. Also, wo waren wir? Genau, wir hatten massive FPS-Probleme auf der anderen Seite. Wir könnten mal hier runter gucken. Was hältst du davon, Zytex? Das Secret, dafür musst du nach ganz oben. Ja gut, dann nicht. Also, ich möchte kurz zusammenfassen. Dir ist eben kurz dein PC abgeraucht.
Der ist nicht abgetaucht. Zumindest sah es so aus, von der Aufnahme her. Und aus irgendeinem Grund, also wahrscheinlich irgendein heftiger Fehler, ne? Wenn du krasse Frame Drops, du hast ja noch 10 Frames, wenn überhaupt. Naja, ist halt absolut gewürfelt. Und dann hat sich komplett die Config zerschossen. Aber das kann auch vom Alte 4 sein, aber heftig. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es wäre schön, wenn das nicht nochmal vorkommt. Ich hoffe, es passiert jetzt hier einfach nicht, das sehen wir ja gleich. Ja. Oh mein Gott, ja. Wow, mein, so. War Mai. War Mai. Und Kasso, Chiricon. Mayonnaise. Jetzt bist du wieder beim Farbeimer, da wo es dann eben anfing. Da fing es an, hier hat alles begonnen. Warum musst du denn da jetzt schon wieder hingehen, Junge? Ich mag meinen Farbeimer. Ja. Ich habe hier hin. Versucht, ja, mich da dran zu hängen und dann ist es passiert. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Oh Gott. Und es läuft noch flüssig. Noch ist alles in Ordnung hier. Ich hoffe, er hat mir meine Patches nicht zerschossen. Schaut sie dicker aus? Nee. Ich meine, weil wegen Breitbildern so. Mach mal die Tastenkombi, dass sie mute ist. Warte mal, drück mal. Geht nicht mehr. Natürlich, schade. Tja, dann ist heute Abend wohl nichts mit Batchboard. Es geht wieder los. Und damit auch ein herzliches Willkommen an alle Familien. Ihr könnt das gerne mit euren Kindern gucken. Ich bin ein sehr einsamer Mann. Was du redest? Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite. Geh einfach auf die andere Seite, genau. Du hast aber einen Schalter betätigt, das ist doch in Ordnung. Das ist wahr. Und der ist dann später für die Salven da. Waren wir nicht sogar schon unten? Hätte ich nicht einen Weg nach unten gehabt hier? Die Frage ist ja, wie komme ich wieder hoch? Eben beim Test bist du einmal unten aufgeschlagen und hast es überlebt. Hast du schön gesagt. Warum wird dein Pferdeschwanz auch manchmal zwischen den Beinen wie ihre? Mein Pferdeschwanz baumelt immer zwischen den Beinen, mein Freund. Der macht nichts anderes. Obwohl hin und wieder. Da kommt da mal nach oben. Nee. Baumelt immer. Der kann nichts anderes. Alter. Oh, du Schmerzfink. Oh, Junge. What the fuck? Noch die Diegel, du hast Munition gefunden. Ja, wollte ich ja. Ja, klar. Jo, was ein Finisher. Wie er hat doch mal auf dich geschossen. Warum liegt denn da schon ein Vogel? Du Tierquäler. Ich habe jetzt, seitdem ich Mayonnaise gesagt habe, bei meiner Reihenfolge von seltsamen Aneinanderreihungen von Worten, habe ich am Ende Mayonnaise gesagt, ne? Und jetzt habe ich das Lied von Boris im Ohr. Oh nein. Ja. Okay, wir haben hier einen Heilkristall. Ehrenlos. Wie ging denn nochmal der Text? Ich möchte es jetzt wirklich nicht. Aber Zeitex. Was, von Slav King? Ja. Ich kenne tatsächlich den Text, aber ich möchte nicht. Ach komm. Nein, ich möchte, nein, echt. Also, fürs Let's Play. Nein, what the fuck? Wieso denn nicht? Bin ich hier bei DSDS oder was? Ja, mit deiner Adidas-Jacke, du bist ready, Alter. Los geht's. Ich trage tatsächlich gerade, jetzt gerade in der Sekunde, eine Adidas-Jacke. Ja, das ist mir bekannt. Meine Kameras haben das bereits gesehen. Ja, klar. Mach jetzt. Deine scheiß Kameras. Nein, what the fuck? Ich bin enttäuscht. Ja, dann, okay, wir machen einen Deal. Ja. Bevor ich ja jemals irgendetwas vorsinge, ja, singst du ein Lied. Okay. Und das wird dich, es wird dir die Fußnägel nach oben rollen, Alter, deswegen.
Also überleg dir das lieber nochmal. Also wenn ich will, dann kann ich schon hier richtig ausrasten. Ne? Dann kann ich hier Schamgefühl minus. Ja, dein Schamgefühl wird dann aber wahrscheinlich bleibende Schäden hinterlassen. So. Das, da würde ich aufpassen. Was bist du da eigentlich gerade? Ich gucke mich um. Du gehst jetzt da hoch. Damit das klar ist. Wie ging denn der Text von dem Shrek-Lied noch? Es ging mit Somebody Loser. Wie ging's denn weiter? Ich überleg die ganze Zeit. Somebody just once told me the world. Ich hab keine Ahnung. Er hat was gesungen, wir haben es geschafft. Naja, gesungen würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe dir 4 Wörter hintereinander gereiht. Ja, ja doch. Ja und? Das fand ich gut. Ich fand es wirklich gut, ich lobe dich. Fühlst du dich gelobt? Mhm. Sehr gut. War meine Absicht. Denn wir... Ich werde gleich ins Esszimmer gehen und auf dein Weihnachtsgeschenk scheißen. Oh, wieso ist es im Esszimmer? Weil es da gerade liegt. Wir sind wieder oben! Ja, gut. Speichern. Hä, das ist das Spawn gewesen. Ja, das ist aber richtig so. Der Typ hat auch gesagt, dass... Fuck, ich hab grad irgendwas runtergeworfen. Das war mein Zippo. Der Typ hat... Was machst du da? Hör auf damit. Wo gehst du hin? Lass das. Dreh wieder um. Alter. Okay. Ah! Wow, es ist einfach. Und du lädst jetzt nicht, du nimmst ein Medipack, ist mir scheißegal. So, pass auf. Ich muss kurz husten. Ich auch. Ah, so. Ja. Fick mich. Oh, ja. Du ekelhaftes Stück Dreck. Also, pass auf. Ich hab dich auch. Nein, hör auf, da hinzugehen. Geh da wohin nicht hin. Wohin soll ich denn? Damit. Ich darf mich hier nicht frei bewegen. Ich habe eh nur diesen kleinen Streifen da und nicht weiter darf ich freigehen. Du gehst jetzt auf diese Plattform rechts, da auf dieses da Geländerstückchen. Da gehst du jetzt hin. Und du machst es jetzt genauso wie er. Bleib da mal stehen. Hör auf, vor die Wand zu laufen. Mach einen Sprung nach hinten. Ja. Speichern. Hä, ich hab gerade alles gespeichert. Ist mir scheißegal. Ja. So, pass auf. Also das Ding ist, ich wusste nicht, ob wir heute noch aufnehmen, deswegen habe ich die Secret-Videos jetzt gerade zugemacht. Aber das, was tust du da? Lass das. Mach das nicht. Hör auf meine Stimme. Also er ist direkt links von dir, an dem Geländer, da ist er rübergesprungen und dann unten gelandet. Das machst du jetzt genauso. Ich weiß nicht warum, aber er hat's getan. Er ist der Secret-Master. Das geht. Das geht. Was? Es geht. Was? Wie stand er? Wie stand er? Wo stand er? Was weiß ich, wo er stand? Mach doch das Video wieder auf. Ja, ich bin doch dabei, Junge. So, und jetzt? Ja, genau, du Dinosaurier. Jetzt ist er... Warte... Was ist das denn? Da muss ich nochmal das Video rauskratzen, Alter. So, jetzt musst du, warte. Jetzt machst du. Da. Ja. Und dann, warte. Dann nimmst du das Medipack mit. Ja. Ein gratis Medpack. Geil. Dann gehst du den ganzen Weg nach rechts. Weißt du, was das Lustige ist? Wir haben dann bis jetzt gleich 3 Secrets gesammelt, aber wir haben immer noch keinen. Da unten liegt einer. Wir haben immer noch keine Ahnung, wie es in dem Level überhaupt weitergeht. Absolut nicht. Was Sinn und Ziel ist. Wir haben keinen Plan. Das Level ist absolut verwirrend, aber irgendwie auch gut. Ich mag's. Ich find's mega scheiße. Leute. Nein. Nein, Spaß. So. Jetzt muss ich mal gucken, was er macht. Aha. Dann geht er da hin. Du machst das schon. Okay. Warte mal. Stopp. Wo bist du denn jetzt gerade?
Du musst, warte mal, bleib doch mal stehen. Ja, genau, da geh mal rein. Da geh mal rein. Jetzt gleich musst du aufpassen. Pass auf. Speicher mal okay. Da, wo du jetzt stehst. Oder lass es halt. Dann speicher halt da. Du stehst halt schon wieder vor diesem Scheißgebäude, ne? Du bist einfach nur ein paar Meter nach links gelaufen. Theoretisch, so Luftlinie. Jetzt. Guck mal, wie schön das 3D gemacht wurde. Die haben sich da richtig Mühe gegeben mit dem Ding. Für das Zeitalter, ja? Alter. Ja. Alter. Ja, such dein Secret. Du stehst schon richtig. Du alte Swag-Maschine. Du altes Gewürzgurken-Luder. Mein Glückwunsch. Ja, es ist eine Rocket. Ja, es ist eine verdammte Rocket, aber es ist ein Secret, scheiß drauf. Ich hab eine Rakete. Oh, das hab ich vergessen. Oh, mir geht's gut. Warte, alles in Ordnung. Nein, mir geht's nicht gut. Ja, ist ja gut. Brauchst du jetzt nicht hier, ne? Ganz ruhig, Mann. Wie auch immer gleich eskalieren muss. Ich war noch gemutet vom Husten. Das heißt, actually habe ich nicht mal was gesagt und du hast trotzdem rumgelabert, dass ich dich hier. Ich kann deine Gedanken lesen. Ich habe legit gesagt, was machst du da für eine Scheiße, und du hast darauf reagiert, obwohl ich nichts mal gesagt, also theoretisch nichts gesagt, du bist so behindert. Oh mein Gott! Obwohl ich nicht mal was gesagt habe, weil ich gemutet war, und trotzdem hast du darauf reagiert, das ist schon insane. Wenn ich dieses Geräusch gleich noch einmal höre, ne? Ich glaube, du wirst es noch zweimal hören, das Level. Ja, in dem Level, aber nicht mehr in der Folge hier. Ja, muss nicht sein, die geht noch 7 Minuten. Oi. Weißt du, der wahre Genuss beginnt immer dann, wenn die Zeit egal ist. Weißt du, woher ich diesen schönen Spruch habe? Dr. Edgar? What the fuck? Von meinen Blättchen, da steht er mit drauf. Da steht jedes Mal irgendein Spruch drauf. Ja. Sollten da nicht eigentlich so Bilder drauf sein, so wenn sie rauchen, passiert das mit den Körpern? Nein. Auf den Blättchen, nicht auf dem Tabak. Auf den Blättchen steht das. Ja, die Blättchen, die sind ja auch schon gefährlich, ne? Ja, wer raucht denn pures Blättchen, Alter? Der muss ja auch komplett im Arsch sein. Weißt dem du kann noch, man das auf, der, auf dem Schiff, wo er da hochklettern musste, wo er einfach den Filter fast mitgeraucht hat? Ja, Knossi, Alter. Es gibt auch einen anderen Spruch, der steht auch auf dem Blättchen drauf. Wer zu oft durchdreht, dreht zu wenig. Also im Prinzip heißt es, wer zu oft die Nerven verliert, der raucht einfach zu wenig. Lol, One-Shot. Ich habe einen Schalter gefunden oder einen Knüppel oder einen Hebel oder whatever das ist. Yes. Da haben wir vorher diese Luke geöffnet. Welche Luke? Spatzen hier. Ich hab keine Ahnung, welche Luke du meinst. Weißt du, ich speichere in meinem Apparat wichtige Informationen. Ja. Du zum Beispiel hast gar nichts zu sagen. Wenn ich noch einmal höre, was? Ich habe nicht zugehört. Ich schwöre. Ja. Werde ich sauer. Dreh dich um und spring darüber. Wow, es ist einfach insane. Dein Maß an Kompetenz und Skill vereint in dieser wohltuenden Wärme, die du Gameplay nennst, ich nenne es Brechreiz, ist einfach Wahnsinn. Wir haben den Schlüssel noch nicht. Oh lol, das heißt, da muss man nochmal hin. Ah, du kannst mich mal, du blöder Wichser. Junge, das macht er jetzt. Das machst du nur, um mich zu ärgern. Ich weiß es, du weißt es, jeder, der es guckt, weiß es. Ja, der Lego. Sogar Lara sagt nein. Ja.
Dich ärgern, Alter. Ja. Nee, also sowas, sonst das sollte das gut sein. Vogel. Und tschüss. Also, ja, und wie kommst du von dieser Plattform? Ja, das geht natürlich auch. Ja, das war Zufall, Quatsch nicht. Ja, das war alles gekannt. Es war Zufall. Das war geplant von Anfang an. Das war mein Plan. Ich wollte das. Ja.